Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Sims 4. Es ist ein bisschen her. Willkommen zurück in der Chaosfamilie. Na, Ede? Und die Katzen schreien und alles ist chaotisch. Was machen die denn alle? Nevia schreibt eine SMS. Chris geht was essen. Okay. Die Niki ist auf Arbeit. Bei Nevia klingelt das Telefon. Du hast recht, Nevia. Heute ist ein toller Tag. Ziehen wir los und amüsieren wir uns. Park Wüstenblütenpark. Ich erinnere mich. Projekt Roman. Sind wir dabei? Und damit sind wir im Wüstenblütenpark. Nevia, Schätzchen. Ich glaube, wir müssen erst noch ein bisschen freundlich zu ihm sein. Du kannst ja mal den Tag verschönern. Wollen wir es riskieren, mal noch so ein bisschen Nummern austauschen? Wir probieren das mal. Wir starten so, wie wir aufgehört haben, indem Nevia einfach ein absolutes Luder ist. Los geht's, Mäuschen. Gonna blush? Cool. Gorba. Watuni, Subsito. Oh. Toll. So ein Arsch. Der ist beleidigend. Nein, 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 nein. Wir machen mal gemeinsam ein Foto. Ach, über Musik streiten. Mit Nevia eine Freundschaft aufzubauen, ist echt nicht ohne. Kannst du mal nach seinem Tag fragen. Und ein von Herzen kommendes Kompliment machen. Kannst du das? Er ist beschämt. Sie auch. Na toll. Können die beiden hier zusammen spielen mit? Mit Roman? Dann wird's vielleicht besser. Hä? Seid ihr doof? Da spielen mit Roman. Ihr seid beides so richtige Hohlbirnen, also wirklich. Ja, plaudern. Finden wir uns voll toll. Dann das schon mal schnell. Baboon! Okay. Unfix, Schrager, Nabisi. Ah. Ja, das geht. Na, immerhin etwas. Oh, Roman? Palingo. Roman geht lesen. Vergiss es, Mann. Güte ablegen. Ach Mann. Bitten in die Wolken zu schauen. Mach das mal. Nevia, kommst du? Nevia? 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 Würdest du Roman bitte hinterherlaufen? Nevia. Nevia. Jetzt macht sie's. Matt hat geschrieben: Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Roman Godfrey angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Ja, er ist ziemlich cool. Und Nevia will ihn auch bloß flachlegen. Jetzt legen sie sich direkt vor die Tür, die Trottel.
Okay. Wie können wir ihn denn rumkriegen? Ich will ja nicht mit ihm befreundet sein. Anivia ist halt gar nicht auf eine Freundschaft aus. Ja, das ist ihr ja völlig egal. Ihr, es ist ja Noah, wer ist das? Ein Teenager-Wolfgang-Mensch. Okay. Ihr, es ist ja nur wichtig, den Typen flach zu legen, um ihrer Schwester eins aus, also ihrer Nichtschwester, um Niki eins auszuwischen. Auf in die Wolken zu klotzen, flirte den jetzt mal an. So. Okay. Das funktioniert. Ein Tag verschönern. Oh, genau, Parasa. Doba Harfin. Moment. Hat Nevia vielleicht. Wo ist das? Ist es hier? 2000 Punkte hat sie. Okay. Gibt's da nicht irgendwas? Flirt. Kokett ist. Nee, ich will ja nicht kokett sein. Ich will, dass er uns sofort liebt. Gibt's sowas vielleicht? Mentorin, Jugendtrank. Schamlos. Würde zu ihr gut, ganz gut passen. Unabhängig. Betörend. 2500 Kacke. Manu. Was möchte sie? Instrument kaufen. Mit einem Hund spazieren gehen. Na toll. Nevia, super. Hast ja tolle Wünsche. Machen wir ein Kompliment über Outfit. Ein Kompliment übers Aussehen. Septo, Tachituni. Smavadish. Ja, Matt, das hast du schon gesagt. Jessene, Klonkas, Rabana. Ha, Floopy. Philbar. Oh, and Fora. Ha. Lemphi, Nulitz. Zap and Quar. Gorbani. Veruda, Kambol. Visla, Kambar. Lumbic, Yarl. Sanzibe, Tuwabe. Noch mal flirten. Ich bin gespannt, Nevia, ob das noch was wird. Ich weiß nicht. So richtig anbeißen tut er doch nicht, ne? Na, Nevia? Doba Harfin. Yumba. Ja. Bonsa Chab Trigna. Oh, oh. Muma Zarba. Okay, es funktioniert. Oh, Lankes. Er grillt. Okay. Dann, Nevia, kannst du nicht irgendwas Romantisches machen? Mach mal einen Anmachspruch. Mal gucken. Ist echt nicht leicht zu knacken, der Typ. Gelna Dizzy. Ah. Das hat funktioniert. Mehr Auswahl. Romantik. On Rum Lure. Kisana. Mal ein bisschen flirten. Aha, nur so langsam kommen wir doch in die richtige Schiene. So. Aufreizen, posieren. Yasinar Bibbid. Nooch. Oh, ja, de welk. Kannst du mal eine schlüpfrige Frage stellen? Ich bin gespannt. Das wäre ja super, wenn das jetzt so langsam funktionieren würde. Dann könnten wir ihn ja mal mit nach Hause nehmen. Wabadoo? Was jetzt? Zur Arbeit gehen. Na toll. Dann schalten wir die Kontrolle auf Niki um. Aber wir haben Fortschritte gemacht. Und das gleich in der ersten Folge, das freut mich. Nachdem es ja beim letzten Versuch nicht so gut gelaufen ist,
können wir jetzt vielleicht doch auf einer gewissen Basis weiterarbeiten an eurem Gemeinwunsch. Ich muss jetzt mal bei Niki schauen, ob sie noch als feste Freundin von Roman drin steht. Nicht, dass wir uns die ganze Mühe machen und dann juckt's Niki gar nicht, ja? Wir wollen ja schon, dass Niki richtig sauer wird. Und da sind wir wieder zurück. Ich drücke mal auf Play, mal gucken, was so läuft. Niki trinkt was. Jetzt schaue ich mal schnell. Liebe? Ja. Fester Freund, genau. Ja, Niki, mal sehen, wie lange noch. Chrissy, was machst du? Was ist denn los? Ach, du trauerst schon wieder. Du kannst dich mal hier, du kannst ihn mal umarmen. Und dann kannst du noch ein bisschen hier, Lieder singen, gefühlvoll spielen, aha. Hier kannst du ein bisschen Lieder singen. Die Niki macht irgendwas. Der Ede, was macht der? Oh, ah, ja, Ede, ist das doch. Mabish Bossimo. Mindy liegt auf dem Kühlschrank. Ja, Sascha, der steht hier drauf rum und Toni ist draußen. Okay. Not a person blanky. Or Cuba West, no. Ye long city larbler. Be my kirpin de sloib. Na kirpin sa plushy. Emparbus agroif, babus fusarbalarbler, so opsinathoif. Mhm. Toll, Chris. Der Ede sitzt hier rum und isst. Der Ede. Dem geht's richtig gut, ne? Niki könnte ja mal ein bisschen malen. Hä? Sie ist doch bei der Arbeit, oder nicht? Bist du doof? Fehlt bei der Arbeit, die ist doch da. Komm mal hierher. Und geh jetzt zur Arbeit. Geh zur Arbeit. Dumme Kuh. So. Na, Ede. Was hast du denn vor? Schlafen. Okay. Die Niki malt jetzt. Der Chrissy singt. Was ist denn los? Oh. Ich verstehe. Jim Wimsy. Muss sie mal streicheln. An Lieblingsstelle kratzen. Und dann Tierpflege. Spazieren gehen, einen kurzen Spaziergang. Und du kannst das Bild verkaufen. Ich bin froh, wenn du mal ausgezogen bist, wirklich. Ich denke, es wird auf dich hinauslaufen. Ja. Niki, du störst. Ja, ihr kommt schon klar. Ach, der Chrissy muss auch Klo. Dann keinen kurzen Spaziergang. Dann kannst du ihn hier mal bitten, das Geschäft zu erledigen. Dann auf den Topf gehen. Und danach kannst du schlafen. So, gehst bitte einmal schlafen. Und du... Ja, mach A irgendwas. Mindy ist dort. Sascha,
Kratzer. Das könnte. Dafür könnte dich die Niki prinzipiell mal ausschimpfen, über Kratzen belehren. Und dann mal hier. Mindy den Teller geben? Nee. Freundlich. Überbetteln nach Essen. So. Du möchtest spielen. Dann können wir hier doch bestimmt ein bisschen spielen. Und wenn die Nevia dann nach Hause kommt? Ja, gut. Was auch immer. Wenn die Nevia nach Hause kommt, kann die dann auch schlafen gehen. So. Und wenn du fertig gespielt hast, kannst du auch schlafen gehen. Sascha? Sascha ist so eine richtig doofe Katze. Okay. Wo ist Mindy? Ist hier unten. Und du kommst gerade hochgeflitzt und schläfst da. Na, meinetwegen. Ein Chaos. Aber wenn wir es dann geschafft haben. Wie lange musst du noch arbeiten? Ach, du musst noch bei Kämpfen mitmachen. Das kriegen wir auch noch hin. Bis um 2. Jetzt zu Hause. Ja, du kannst direkt schlafen gehen. Wenn wir es dann endlich geschafft haben, den Roman rumzukriegen, können wir uns ganz viele lustige Dinge überlegen, die Nevia noch so anstellen könnte. Guck mal, wie wütend sie ist. Oder so kaputt, ne? Armes Mädchen. Schon harte Arbeit, ne? Den Freund von Niki rumzukriegen. Na? Geh ins Bett. Nevia? Nevia mag heute nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Jetzt. Und schon schlafen sie alle. Außer Hundi. Und Sascha. Sascha schläft auch nicht. Da ist ein Kackehaufen. Was? Okay. Prima hast du es gemacht. Hat nur keiner gesehen. Was macht Sascha? Der steht hier oben. Okay. Na? Was tust du? Ich glaube, es ist noch jemand wach. Ich glaube, der Ede ist wach geworden gerade. Nee, Niki ist auch wach. Jetzt legt sich. Schlaf doch! Was ist mit Niki? Niki fühlt sich unwohl, weil sie Durst hat. Ja gut, soll sie was essen. Ede geht's gut. Ist traurig. Und er möchte über Familienmitglied nachdenken. Okay. Niki, trinkst du jetzt von dir aus was? Ich glaube ja. Sieht so aus. Dann kann der Ede. Ja, prinzipiell. Hier auch mal ein bisschen aufräumen. Ede, räum das mal bitte weg. Ne, nicht drunter essen. Aufräumen. Die Niki. Geht wieder ins Bett. Sich ausholen. Schon fertig. Na dann. Okay, Chris ist erwach. Chris hat. Zamboom! Was ist nur falsch mit euch? Ehrlich, was? Er steht auf und macht als erstes, direkt nach dem Aufstehen, von sich ein Selfie. Warum, Chris? Warum? Ich lasse euch einfach mal machen, ja? Also,
Der Ede, da kommt er angelatscht. Oh, ich bin so traurig. Ich bin ganz traurig. Und dabei habe ich doch den Tod besiegt. Was macht denn der Ede jetzt? Traurig, wie er ist. Er geht sich im Sarg äußern. Oh, ihr seid so völlig kaputte Familie. So eine richtig kaputte Familie. Fertig, Ede? Gut. Sie ist angespannt, wegen... hat Tierhaufen weggewischt. Na gut, stell dich nicht so an. Was machst du? Du hast Hunger, okay. Das kannst du erstmal was essen. Oh, Chris ist jetzt wieder glücklich. Das ist schön, wenigstens einer hier. Hundi schläft. Sie kratzt da. Er ist da. Und sie macht Sport. Und Ede macht hier... Oh Mann. Oh. Dem Sascha geht es nicht gut. Ede, der Sport ist, glaube ich, nicht so gut für dich. Du kannst mal hier fragen, was ist los. Mal auf zu trainieren, geh mal fragen. Ja, Ede. Nip nip sooner. Ho Them boy? Afflin? Du hast ein sauberes Katzenklo. Ein Geheul hier, die heult hier, der Ede. Was ist mit der. Okay. Ede, dann fragst du jetzt Mindy, was los ist. Nip nip sooner. Das Klo ist doch aber sauber. Ich kann mal gucken. Ja, ist alles gut. Dann schauen wir mal nach Mindy. Die wahrscheinlich einfach nur Hunger hat. Sieht sehr danach aus, wie sie hier lang flitzt. Bobby hat Hunger, okay. Oh Gott, die macht mich fertig, Kinder. Es ist doch alles da. Maybe Scheiben. Frutsch! Ich will nicht ins Bett, was? So wir uns das einmal füllen und das hier mal füllen. Oh, unsere Tiere haben eine Macke. Und dann, wenn du das hier gefüllt hast, mach das mal. Nee, oder mach hier, warte. Dann ruf mal bitte Bobby zum Fressen und dann rufst du mal bitte Mindy zum Fressen. Und dann rufst du mal bitte Sascha zum Fressen. Nee, wer ist jetzt? Und danach wird sie den Roman nochmal anrufen. Miss Stevie Flina, Watanabe, Snubara, Dubna Timpi, Watanini Cha, Yakalau Dunba, Brugi Payun. Chris muss, glaube ich. Ach nee, Chris muss heute nicht in die Schule. Chris könnte mal seine Hausaufgaben machen, so zur Abwechslung. Arvini, Busharp Kumiao, Halibrim, Yep. So, du musst gleich auf Arbeit. Befitay Shimagra. Grinoi Foibi. Kannst dich dann mal. Gemerit. Umziehen? So. Shbrihei. Accrued. Was ist denn jetzt passiert? Hä? Tib. Okay. Moment. Oh Gott, ihr macht mich fertig. Das ist doch alles sauber. Was können wir, was die haben? Alles gut.
Du kannst hier mal ein. Kannst du sie nicht einfach nur streicheln? Mehrauswahl freundlich. Mehrauswahl streicheln. So. Ach, der Computer ist kaputt? Warum heult sie jetzt? Ich versteh's nicht. Warum hat sie denn jetzt geheult? So, Niki ist zur Arbeit. Und wir einladen auf aktuellem Grundstück abzuhängen. Wir laden den Roman ein. So, hoffentlich kommt er an. Und das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ah, es ist einfach völliges Chaos hier bei dieser Familie. Ich weiß nicht warum. Irgendwie kriegen wir es bei der Familie nicht auf die Reihe, ein bisschen Ordnung reinzukriegen. Aber so ist das eben. Mal sehen, wie es wird, wenn wir Roman endlich rumgekriegt haben. Vielleicht wird es dann besser. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Danke, macht's gut. Ciao.